Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Irgendwie ist hinter mir anscheinend irgendeine Quest. Ich kann es nicht ganz sehen. Ach, sie hat eine Quest für uns. Okay. Da schauen wir doch mal eben nach. Hoffe ich, dass ich da hinkomme. Nee, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte mit dir reden. Bleib doch einfach mal stehen. Schön, dich zu sehen. Oh, hallo Gameplayerin. Du wolltest mit mir reden. Habe ich etwas falsch gemacht? Nö. Natürlich nicht. Ich bin nur zu Besuch, um zu sehen, wie es dir geht. Oh, es ist wirklich nett, dass du dich kümmerst. Mir geht es gut. Alle im Dorf waren so nett. Aber ich weiß nicht. Heute fühle ich mich ein bisschen gelangweilt. Irgendwie alles, was ich mir heute ansehe, kommt mir so langweilig und gewöhnlich vor. Ich erinnere mich, als wir jünger waren, war alles cool, aufregend und schön. Ich wünschte, ich könnte die Dinge wieder so sehen. Nun, alles kann schön sein, wenn du es auf die richtige Weise betrachtest. Es kommt also darauf an, wie man es betrachtet. Wie man etwas betrachtet, das ist es. Warum machen wir nicht ein paar Fotos, um dir zu zeigen, wie schön auch gewöhnliche Dinge im Dorf sein können? Das könnte lustig werden. Ich erinnere mich an ein paar Dinge im Dorf, die ich früher sehr mochte. Im vergessenen Land gab es diese eine gelbe Blume, die wirklich schön war. Und da war dieser wirklich schicke Vogel mit dunklen Federn. Oh, und ich glaube, das Tollste im ganzen Tal ist der riesige Schädel am schillernden Strand. Ich wette, du kannst ein ziemlich gutes Foto davon machen. Deine Vorstellung von Schönheit ist also Blumen, Vögel und riesige Schädel. Sehr unkonventionell, genau. Ich liebe es, sehe ich genauso. Oh, wow, wirklich? Es ist schön, jemanden zu haben, der das versteht. Mal sehen, was wir tun können. Drei Bilder, komm sofort. Ja. Ich speichere uns bald wieder. Sehr schön. Eigentlich wollte ich ja mit euch heute die Quest hier geht's auch nochmal weiter, oder was? Ah, ich kann endlich weitermachen. Ich kann endlich weitermachen. Sie ist wach. Sie ist wach. Und irgendwie haben wir noch 20.000 gefühlt andere Quests, die wir jetzt noch machen können, oder wie? Jetzt haben wir hier auch noch Olaf. Olaf hat gelernt, wie man die Werkbank benutzt. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ja, und sie ist endlich wach. Endlich, endlich, endlich. Normalerweise um diese Uhrzeit ist sie nämlich am Schlafen. Oh Gott, da muss ich mich jetzt aber ganz schnell beeilen, dass ich eben die Fotos machen kann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es ja jetzt schon öfter probiert, aber sie ist ständig am Schlafen gewesen, wenn wir hier waren. Das war halt, ja, sehr kontraproduktiv. Mit dem Felsen meint die, was war das nochmal? Riesiger Schädel am schillernden Strand. Da kann die doch eigentlich nur den Felsen mit meinen, oder? Den hier? Moment, Moment. So. Dann machen wir das ein bisschen anders. So. Und das. Und zack. Gilt das schon als Foto von einem Schädel? Ja, okay, perfekt. Dann eine schöne gelbe Blume, die nur im vergessenen Land wächst. Okay, da müssen wir mal eben zum vergessenen Land rüber. Sonnige Ebene. Einmal vergessenes Land. Eine gelbe Blume. Das ist natürlich die Frage, ob wir jetzt hier gelbe Blumen finden. Hat sich so ein bisschen Adam Family mäßig angehört, finde ich.
Speichern, ja. Sollte ja eigentlich reichen, genau. Und dann ein hübscher Vogel mit dem dunkelsten Gefieder im Tal. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir vermutlich die schwarze Krähe jetzt nicht hier drin haben. Weil da flog nämlich jetzt gerade die weiße und noch eine andere Farbe rum. Ich probiere es jetzt einfach mal, dass ich von der jetzt... Aber das ist nicht das Dunkelste. Oder die meinen wirklich das Dunkelste, was man am Tag haben kann. Nee. Nee, nee. Die meinen sicher den schwarzen Vogel. Der ist aber meines Wissens... Oh. Der ist aber meines Wissens nach... Heute nicht da. Heute nicht da. Ja, steht sogar hier wortwörtlich hier unten drunter. Ah, das ist doch blöd. Und wir haben nur diesen einen Vogel mit schwarzem Gefieder. Och nö, dann können wir die Aufgabe ja gar nicht zu Ende machen. Das ist doch doof. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber es ist mal wieder eine Aufgabe, die wir nicht zu Ende machen können. Also zumindest nicht in dieser Folge. Da brauche ich jetzt auch gar nicht zu versuchen, irgendwas zu machen. Ach, das ist doch doof, Mensch. Ich meine, ich freue mich zwar, dass ich dann zumindest, wenn sich jetzt hier nichts anderes zeigt, dass ich zumindest hoffentlich die eine Quest mit der Troller hier machen kann, die ständig im Schlafen ist. Wo ist sie denn jetzt? Vanellope, genau so heißt die. Aber die muss irgendwo da drin sein. Wo soll die sonst sein? Ist ja nicht mehr hier. Hm. Ja, auch nur hübscher Vogel, ja. Ja, schade, schade, schade. Vanellope? Hm. Also, wie gesagt, die würde ich jetzt gerne verfolgen, aber es geht leider nicht. Ach, jetzt ist Vanellope auf einmal wieder im Haus. Willst du mich denn hier? Sag mir bitte nicht, dass sie jetzt schon wieder schlafen geht, weil irgendwie immer, wenn ich online bin, ist die Trolle am Schlafen. Wehe. Jetzt ist die wieder weg. Oh, ist das euer Ernst hier? Soll ich jetzt hier eine Schnitzeljagd mit der machen? Ist die hinterm Haus? Nö. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Jetzt sag mir nicht, dass die auch noch verbuggt ist. Ich bin hier 2 Wochen lang. Ach, da kann ich mich ausruhen. Das ist ja cool. Habe ich das schon mal festgestellt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber es sieht cool aus. Ich bin hier 2 Wochen lang der Kleine am Hinterherlaufen. Jetzt finde ich die endlich mal. Und jetzt ist sie nicht da, wo die sein soll. Ich krieg hier die Krise. Ah, da ist sie. Da ist sie. Nein, nicht betreten. Red mit der. Red mit der. Oh, du dummes Schwein. Geh zur Seite. Nein, jetzt ist sie weg. Oh, wieso kann man nicht mit der reden? Mann, warum ist die verbuggt? Ich krieg die Krise. Ich krieg wirklich die Krise gerade. Schieb weg und dann red mit der. Oh, Gott. Oh, Freund. Oh. Hey, Admiral Knickebocker, in meinem Haus geht etwas Seltsames vor sich. Ja, dass du immer wieder weg bist. Erzähl mir mehr. Mit Vergnügen, denn ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles okay, Vanellope? Ich weiß nicht. Bei mir zu Hause ist es im Moment total verrückt. Ich glaube, es hat etwas mit der Erinnerungskarte zu tun, die du gefunden hast, nachdem du Sky in unserem Bosskampf besiegt hast. Könntest du es sofort für mich überprüfen? Das heißt jetzt. Okay. Und ich rede nochmal schnell mit der. Lass uns abhängen, damit die nicht wieder abhaut. So.
Es tut mir leid, Schätzelein, aber ich kann deinen Vogel heute nicht fotografieren, also muss ich eine andere Quest machen. So, dann betreten wir das Ganze mal. Aktive Aufgaben, genau. Achso, ich muss nochmal mit dir sprechen. Da bist du ja. Prima. Ich brauche nur noch eine Sekunde, dann kann ich dir das seltsame Ding zeigen. Halt dir die Augen zu, okay? Was ist das denn? Eine seltsam magische Truhe ist ganz von selbst aufgetaucht. Aber sie ist verschlossen. Wie abgefahren. Du hast sie dahin gebracht, stimmt's? Psst, ruinier nicht die Spannung. Die Spannung meines Spiels Spaßmission. Ein Spiel? Klingt super. Ich bin dabei. Genau, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. So geht's. Im Internet habe ich Spiele gefunden, die Leute ohne Joysticks oder Controller spielen können. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir Bosskämpfe zu bestreiten, dass ich ein spezielles Spiel erstellt habe, um dir dafür zu danken, dass du so cool bist und mich in deinem Tal willkommen heißt. Das ist so lieb, Vanellope. Oh, ich bin nicht mehr Vanellope, nenn mich die Geschichtenerzählerin. Unsere Geschichte beginnt in einem Königreich, an einem weit entfernten Ort. Und damit meine ich nicht das Einkaufszentrum am Ende der Straße. In diesem Königreich gibt es ein böses Superhirn, das den ganzen Spaß für sich alleine haben will. Vanellope? um den ganzen Spaß vor den Fängen des Superhirns zu retten, verschloss die Prinzessin ihn in einer Truhe. Sie versteckte die drei Schlüssel für die Truhe gerade noch rechtzeitig, bevor sie entführt wurde. Jetzt sind alle im Königreich so gelangweilt, dass ihre Gehirne wie alter, zerkauter Kaugummi sind. Es gibt nur eine Person, die sie davor bewahren kann, sich für immer zu langweilen und die Prinzessin vor dem Superhirn zu retten. Trommelwirbel, Moment. Die Heldin! Jetzt brauchst du eine Hintergrundgeschichte. Was für eine Art Heldin willst du sein? Eine Landwirtin, genau. Eine elegante Adlige, eine technikbegeisterte futuristische Heldin. Futuristische Helden sind so langweilig. Landwirtin hätte was, ne? Weil wir hier auch viel anbauen und alles. Elegante Adlige hat natürlich auch was, aber ich bin die Landwirtin. Ein Klassiker, ich liebe es. Also gut, Heldin, du musst dich entsprechend kleiden. Ah, scheiße, ich hätte das letzte nehmen sollen. Zieh dir etwas Rustikales an. Denk daran, wenn du nichts zum Anziehen hast, kannst du es im Laden von Herrn Duck bestellen. Wenn du alles angezogen hast, kehre zurück zu deinen Geschichtenerzählerin, der hochgeschätzten mir. Na, toll. Jetzt habe ich die A-Karte gezogen. Etwas Rustikales. Drei Sachen rustikal, okay. Na, ich will doch meine Sachen anmalen, Mann. Nee, dann lieber in Blau, so. Rustikal. Mit diesem Filter kann... Oder reicht das schon? Moment. Kehre zu Vanellope zurück. Ja, das reicht schon, okay. Gut gemacht. Jetzt bist du für das Abenteuer gerüstet. Der erste Schritt auf deiner Reise ist einfach. Begib dich zum Gasthaus der Ratte. Zur Ratte. Aha. Alle guten Abenteuer beginnen in einem Gasthaus. Wo befindet sich dieses Gasthaus? Okay, es ist nicht wirklich ein Gasthaus. Für dieses Abenteuer musst du deine Fantasie benutzen. Wenn du zum Gasthaus kommst, geh hinein und such nach einem Zauberer. Der Zauberer ist sehr alt und sehr faltig. Das bedeutet weise. Er wird dir helfen, das Königreich vor der Langeweile zu bewahren, die dir den Verstand raubt. Viel Glück, Heldin. Okay. Ja, dann teleportieren wir uns doch mal eben dahin. Das ist alles so trist irgendwie. Das passt so ein bisschen zu dem, was sie erzählt. Ach ja, ich kann hier wieder nicht schnell laufen. Oh. Wieso kann ich mit Anna sprechen? Oh. Hallo Merlin. Du bist doch der Zauberer, oder? Why? Ja, ja, natürlich. Du weißt, dass ich ein Zauberer bin. Warum fragst du? Vanellope hat mich hierher auf ein Abenteuer geschickt. Vanellope, sagst du? Oh nein, ich fürchte, ich habe keine Zeit für ihren süßen Blödsinn.
Ich bin viel zu beschäftigt. Darf ich dich an Anna verweisen? Sie verfolgt mich jetzt schon seit Tagen. Sie versucht, meine Stimme zu imitieren, fragt nach meiner Kindheit und so weiter. Dann war also meine Vermutung doch richtig. Aber was hat das dann mit Falten zu tun? Anna, bist du so alt? Hast du schon Falten? Hallo. Oh, Gameplayerin. Du bist da. Ich meine, wie faszinierend. Jemand nähert sich dem Zauberer. Wie war der Name nochmal? Oh, richtig. Shokani Kaugummi-Knopf. Ich bin ein verrunzelter alter Zauberer mit einem sehr langen Bart, einem Spitzenhut und einer winzigen Brille. Okay. Wie kann man das Superhirn aufhalten? Ja. Du musst unsere Prinzessin retten und die Schlüssel zu der Truhe holen, in der der ganze Spaß weggesperrt ist. Aber eins nach dem anderen. Jetzt lass diese alten magischen Augen einen Blick auf dich werfen. Eine bescheidene Landwirtin, könntest du die Heldin sein, die uns alle vor der Langeweile rettet? Ja. Hier ist ein Geheimnis. Ich habe den ersten Schlüssel, aber ich kann ihn nur der wahren Heldin geben. Um zu beweisen, dass du ein Heldin bist, musst du mich in einem Duell der Zauberer besiegen. Ich erhebe meinen zuckersüßen Zauberstab und schicke einen Regen aus abgelaufenen Törtchen aus Schokolade auf dich. Hey, gut, ich bin hungrig, ich esse ein Törtchen. Ich fange einige und werfe sie zurück. Du hast beeindruckende Reflexe. Ein Törtchen trifft mich an der Schulter. Ich bin mit Buttercreme beschmiert und taumle zurück. Während ich falle, weicht der Boden unter deinen Füßen auf. Ich habe ihn zu einer Grube aus heißem Schokoladenkaramell gemacht. Hat jemand etwas leckeres Eis? Ich springe auf festen Boden. So schnell wirst du mich nicht los. Ich rufe einen Hagel von Regenbogenstreuseln herbei. Aua, aua. Kügelchen aus bunten Konfekthageln vom Himmel. Du kannst Süßigkeiten zaubern? Nur die auserwählte Heldin konnte die Süßigkeitenmagie ohne Training beherrschen. Ich bin ein magisches Genie. Genau. Ich bin mehr, als ich zu sein scheine. In der Tat, bald wirst du noch mehr sein, Heldin. Nimm den ersten Schlüssel und rette das Königreich mit dem Segen dieses alten Zauberers. Das war jetzt die Anna Merlin-Imitation sozusagen. Bonjour. Remy? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mit Vanellope reden. Hallo? Ah! Du bist zurück und wie ich sehe, hast du den ersten Schlüssel. Das bedeutet, dass du das Duell gegen Shokani Kaugummikopf gewonnen hast. Es hat Spaß gemacht. Wenn du an den Spaß denkst, den du hattest, beginnt die Luft um dich herum zu funkeln. Für eine Sekunde ist alles fantastisch. Dann versinkt wieder alles in grauer, langweiliger Langeweile. Das ist schrecklich. Es gilt, noch mehr Heldentaten zu verbringen. Der Schlüssel in deinem Besitz ist mit den anderen verbunden. Du kannst spüren, wie er nach dem zweiten Schlüssel ruft, tief in einer mystischen Grotte. Vorsicht, Heldin, dieser Schlüssel wird bewacht und du könntest deine Begrüßung abschreckend finden. Okay. Dann werden wir uns mal zur Grotte hin teleportieren. Das Wetter ist ja noch schlimmer geworden hier. So, ich denke mal, dass die... Oh, lauf doch einfach mal. Ich denke mal, dass die Grotte von... Ach nee, nicht von Ursula. Sondern die normale Grotte meint die wahrscheinlich, oder? Ah, jetzt lauf doch mal. Mensch. So, das heißt aber... Nee, sie hat ja gesagt, sie wird bewacht. Das heißt... dass es wahrscheinlich doch die Grotte mit Ursula ist. Wobei sie das so gesagt, wobei das hier so steht am schillernden Strand. Deswegen. Theoretisch kann ich die auch woanders hingemacht haben. Ach, Moment. Ich weiß, welche Grotte sie meint. Ja.
Okay. Hä? Na, nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur wissen, warum die schwarz ist im Gegensatz zu den anderen. Aber das hat sie mir jetzt nicht wirklich angezeigt. Fehlt da noch eine? Nö. Hm, egal. Irgendeiner bewacht die Grotte. Oder auch nicht. Sie kommt jetzt von unten angelaufen. Finde den nächsten Schlüsselwärter. Achso, der ist dann vielleicht doch ganz unten oder so. Das kann natürlich auch sein. Irgendwie hatte ich gerade ein Gefühl, dass es Mickey Maus gewesen ist, aber anscheinend nicht. Ach, es ist... Es ist Olaf? Echt jetzt? Oh, hallo! Ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe so viele Fragen. Fungius und Dungeons ist das, oder? Nehme ich an. Oh, 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 endlich bist du da. Hallo, Heldin. Moment, ich soll ein großes, feuchter, regendes Schneemonster sein. Ich bin die Schneebestie. Ich habe super große Eiszapfen als Zähne und blau leuchtende Augen. Mein Name ist Marshmar Frost Windwhistle. Oh Gott, Mintwhistle. Ich bin hier wegen des Schlüssels. So, ein Zufall. Deshalb bin ich, zum Erhalten des Schlüssels mein Rätsel du lösen müsst. Musst du lösen. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Hey, ich hoffe, du magst Rätsel, genauso wie ich. Das erste, ich bin kalt, habe spitze Argumente, aber ich rede nicht. Was bin ich? Ein Eiszapfen? Oh. Das ist richtig. Gut gemacht. Ich habe es mir selbst ausgedacht. Das dachte ich mir schon fast. Ich meine, das nächste rätst du nicht. Keine Sorge, ich glaube an dich. Ich bin immer hoch oben. Manchmal kann man mich nicht sehen. Ich kann Dinge aus großer Entfernung schmelzen und verbrennen. Was bin ich? Die Sonne. Du bist wirklich gut. Und das macht mich wütend, weil ich ein grantiges Monster bin. Gute Arbeit. Hier ist das letzte Rätsel. Achtung, dieses Rätsel reimt sich. Keine gleich der anderen. Wir fallen langsam vom Himmel herab. Wir erscheinen, wenn es kalt ist. Und wir tanzen sacht auf und ab. Was sind wir? Schneeflocken. Genau. Wow, du hast wirklich Talent im Lösen von Rätseln. Und jetzt, die wilde Schneebestie, Marshmar Frost, Mintwhistle, gibt dir ihren Schlüssel. Vielen Dank, Olaf, und vielen Dank, dass ich dich gerade nicht synchronisieren muss, weil meine Stimme ist so im Eimer. Oh, es tut mir leid, dass ich so am Krächzen bin. Die Heldin kehrt mit ihrem zweiten Schlüssel in der Hand zu ihrer Geschichtenerzählerin zurück. Marshmar Frost, Mintwhistle ist besiegt. Die Heldin braucht noch einen Schlüssel, um die Truhe zu öffnen und das Königreich zu retten. Aber die Prinzessin besitzt den letzten Schlüssel und sie wird vom bösen Superherrn in sein Monsterlabyrinth gefangen gehalten. Ich werde tun, was getan werden muss. Oh. Natürlich wirst du das, Heldin. Du hast dich von einer einfachen Landwirtin zum zaubernden, Schneeungeheuer bekämpfenden Champion entwickelt. Ich wollte gerade Champignon sagen. Aber du musst dich trotzdem vorbereiten. Bewaffne dich mit deinem Pixelschwert und braue ein paar Tränke. Danach musst du im Schloss von Arendelle nach einem Bestarium suchen. Das ist ein uraltes Buch über Tiere, das dir einen Vorteil gegenüber dem vergnügungssüchtigen Superhirn verschaffen wird. Wenn du bereit bist, begib dich zum wahren Ort für die Aufgabe. Die Minen auf der sonnigen Ebene. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das steht jetzt hier drin, weil ich vergesse das. Und auch nicht wieder Bubble Tea. Oh. Nee, hier war es nicht. Wir haben noch eine Etage. Oder zwei. Oder vielleicht auch drei. Nein, hier ist der Ausgang. So, Pixelschwert kann ich erst draußen machen. Pixelschwert. Das sieht natürlich jetzt so richtig geil aus mit meiner komischen Abenteuerausrüstung hier vom Bauernhof und dann das Pixelschwert.
Gut, Bubble Tea. Da müssen wir jetzt nochmal eben zurück, damit ich den überhaupt machen kann. Bubble Tea mit Himbeere. Mal schauen. Ich hoffe, ich habe jetzt noch alles dafür da. Ich weiß es halt nicht, weil ich habe schon lange nichts mehr gegrindet, was es halt so langweilig ist. So, hier ist, glaube ich, Bubble Tea drin gewesen, wenn, ne? Bubble Tea mit Himbeere. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. So. Dann nochmal auffüllen. Zack. So, dann haben wir das auch und können hier auch schon mal wieder was machen. Finde das Monster-Bestarium im Schloss Arendelle. Okay. Jedes Mal erschrecke ich mich, dass da hinten jemand steht. Ich weiß auch gar nicht, was eigentlich aus Disneys Plänen geworden ist, daraus mal ein MMO zu machen, dass man andere Leute besuchen kann. Also, Moment, Schloss Arendelle, das ist hier, habe ich das, glaube ich, hingestellt. Es würde ja im Endeffekt schon reichen, wenn es kein MMO ist, weil MMOs sind ja jetzt nicht so beliebt. Aber dass man sich zumindest gegenseitig mal besuchen könnte, das wäre schon ganz cool. Und sich vielleicht auch mal gegenseitig helfen könnte, so für 2, 3 Personen vielleicht. Das wäre natürlich schon cool. Aber die haben das vor ein Jahr oder so oder noch länger, glaube ich, gesagt. Und ja, irgendwie tut sich seitdem nichts. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit Schloss Arendelle gemeint? Meinen die hier dieses Haus? Oder meinen die diese Höhle? Wobei, ich denke mal, die Höhle wird nicht als Schloss betitelt. Was? Achso, benutzen. Also hier... Ah, Moment, da leuchtet was. Ach Mann, ich kann mich gar nicht bewegen hier. Okay, perfekt. Das haben wir auch. Betritt das Versteck des Superhörns. Ach so, genau, bei den Minen, da war das. Dann machen wir uns auf für unser letztes großes Abenteuer. Zumindest mit Vanellope. Komm mit, Kleines. Wir stürmen den Schädelfelsen. Nee, Quatsch. Den Schädelfelsen. Ach. Ich habe automatisch Endgegner Scar im Kopf gehabt. Wir stürmen natürlich die Minen, nicht den Schädelfelsen. Was rede ich denn hier für ein Quatsch? So. Ah. Ja, das nenne ich meinen würdigen Gegner. Aloha. Vanellope, sagt Stitch, dir das zu geben. Tacker, neues Level. Okay. Jetzt wir spielen. Ah, du Held, hier, um mich aufzuhalten. Eine Landwirtin. Haha. Ich werde die Prinzessin retten. Du versuchen, aber nicht schaffen. Du nur Prinzessin bekommen, wenn Monsterlabyrinth überleben. Großer Wächterdrache muss besiegt werden. Okay. Erreiche den Drachen in den Minen, indem du Türen aufbrichst und gegen Monster kämpfst. Moment. Also Schlüssel haben wir bekommen, das ist klar. Türen aufbrechen. Ach so, Türen aufbrechen, ich sehe es. Okay. Wir haben doch jetzt so eine Spitzhacke bekommen, oder nicht? Oder haben wir die jetzt... Was ist denn jetzt die Spitzhacke gewesen? Die hier, ne? Ah, okay. Aber wir können ja auch die andere Tür aufbrechen, oder? Zack. Da können wir nichts mitmachen. Die können wir auch mal eben mitnehmen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir auch mal eben die Edelsteine mitnehmen. Vielleicht können wir damit ja den Drachen besänftigen oder so. Oh, Hilfe. Hier sind ganz viele Monster. Moment, da kommt was raus. Ach. Okay. Noch mehr Bonbons. Sehr schön. Und ein bisschen Gold ist gerade auch rausgekommen, hä?
Da hinten jetzt weiter. Böse Orks, versperren mir den Weg. Dennoch muss ich jetzt mal eben gucken, dass ich auch noch mal ein bisschen was anderes mache. So. Zack. Ach, Leute. Das nehmen wir auch noch eben mit. Zack, zertrümmere einige Felsen. P. Ach, wir haben ja noch ein Event. Ach ja, stimmt. Die mache ich ja nie. Hier geht's weiter. Oh Gott, üble Orks stellen sich mir in den Weg. Und Geister. Die müssen wir alle zerstören. Damit unsere Stimme am Ende doch siegreich sein wird und wiederkehrt. So, jetzt ist die Frage... Also, nee, da geht's ja gar nicht runter. Das nehmen wir nochmal schnell mit. Zack. Okay, ich dachte, ich muss nur dreimal draufhauen. So, eine letzte große Tür versperrt uns den Weg. Wir reißen sie ein. Das ist doch keine letzte. Oh, der große Drache, da ist der Drache. Wir haben den Drachen erschlagen. Ja, wir sammeln jetzt erstmal unseren Loot hier ein. Und machen die andere Tür auch nochmal eben kaputt. Oh, hallo Bass? Okay, mache ich. Falls ihr nicht mitbekommen habt, warum ich so am Lachen war, oben links stand gerade, spricht mit Prinzessin Lightnir. Horch, der Held ist gekommen, um den letzten Schlüssel zu holen. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich weiß die Mühe zu schätzen. Natürlich habe ich eine clevere Flucht geplant, falls du nicht kommen würdest. Hier, nimm den letzten Schlüssel, nachdem der Drache des Superhirns besiegt ist, kannst du die Truhe aufschließen. Danke, Prinzessin Lightyear. Jederzeit, Heldin. Als Vanellope mich bat, mitzuspielen, hatte ich keine Ahnung, dass wir so viel Spaß haben würden. Ich hielt es für meine Pflicht, als Space Ranger und als Spielzeug daran teilzunehmen. Aber jetzt ist es an der Zeit, aus diesem Kerker zu fliehen. Gehe voraus, tapfere Heldin. Ich halte dir den Rücken frei. Das ist aber nett. Oh Gott. Dann nehmen wir den nochmal eben schnell mit. Optional sagt dem Superhirn, dass du seinen Plan vereitelt hast. Okay. Die Tür machen wir auch noch kaputt. Oh, schade, dafür kriegen wir jetzt nichts. So, sagt dem... Ja, das heißt, der steht wahrscheinlich noch am Anfang, oder? Stitch wird ja nicht einfach so abhauen, nehme ich mal an. Schlagen wir uns hier durch die Türen auch noch durch. Da ist noch was. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, Vanellope hat ja jetzt nicht so berauschend angefangen, weil die so extrem nervig ist und alles. Dann ging es ein bisschen besser weiter. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wird da doch noch was Lustiges draus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt im Moment, also das große Finale jetzt auch gerade noch, fand ich jetzt richtig, richtig klasse. So, jetzt muss ich hier erstmal, ich muss mich konzentrieren. Ich kann ja hier nicht alles auf einmal machen. Ich kann ja nicht reden, die Sachen hier abbauen und dann noch gucken, was ich hier eigentlich mache. Und so, Moment. Also könnte ich theoretisch schon. Zumindest müsste ich lernen, dass ich das alles gleichzeitig machen kann. So, wir erschlagen jetzt auch noch jedes der einzelnen Monster. Was waren, ich habe gar nicht drauf geachtet, was waren das Blaue jetzt eigentlich hier? War das ein Alien oder so? Also die Geister, das ist klar. Hier sind echt auch Goldstücke dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die dann alle auch mit kaputt macht. Also auch beim Rausgehen und so nochmal die restlichen erschlagen. Moment, Stitch. Ich rede sofort mit dir. Ich hole mir nur noch mal eben das letzte hier. Weil, wie gesagt, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch direkt hier die Dinge auch noch mal direkt mitnehmen. Ach, hier vorne ist auch wieder eins. Das machen wir auch noch mal schnell. So. So, großes Superhirn. Hallo. Vor allen Dingen direkt hier, großes Superhirn. Hallo. Hey, Superhirn. Ich habe deinen Drachen besiegt. Nein! Rache! Eigentlich keine Geschichte mehr für Stitch. Geh nach draußen.
Okay, machen wir, machen wir, machen wir. Verlass die Minen. So. Moment, jetzt stehen ja alle vor mir. Triff Vanellope in ihren Haus. Ach so. Ah, Moment. Das ist hier. Es ist aber auch ein übles Wetter, ganz ehrlich. So, Vanellope, komm mit. Ich muss dich im Haus treffen. Kannst du ein Stückchen hier reinkommen, damit ich dich besser ansprechen kann? Dankeschön. So, bitteschön, die Schlüssel. Die Heldin kehrt zurück, siegreich und bedeckt mit stinkenden, schleimigen Drachenschleim. Gib mir die Schlüssel, wir öffnen die Truhe gemeinsam. 3, 2, 1, geöffnet. Aufgabe abgeschlossen. Öffne jetzt die Truhe und sieh nach, was sich da drin befindet. Die Ehre, das Königreich zu retten, gehört ganz dir, Heldin. Genau wie die Schätze da drin. Yay! Dann gucken wir mal. So, ich bin gespannt. Okay. Aufstellbare Papptüren. Also, ja doch, Türen sind das. Ein Pappdrache. Was auch immer das für ein Viech war. Ich sag mal Pappalien, Pappgeist. Und, ja, Papp. Feuermännchen. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ja, habe ich das auch kaputt gemacht? Daran erinnere ich mich gar nicht. Und ein Papp-Ork. Yay. Okay. Siehst du die Truhe. Quatsch. Als du die Truhe öffnest, explodiert der ganze Spaß, der aus dem Königreich gefehlt hat. Es war hell und bunt und funkelte. Danke, Heldin. Du hast dem Tal, dem Königreich für immer Spaß zurückgebracht. Nutze diese Dekorationen, um immer wieder neue Abenteuer zu erleben. Und niemand hier wird sich jemals wieder langweilen. Warte, das war noch nicht alles. Hier ist dein letzter Schatz. Eine Rückblende auf unsere erste gemeinsame Zeit. Ich habe sie endlich fertiggestellt. Ah! Stell das Kart im Dorf dort auf, wo es dir gefällt, oh fantastische Heldin. Betrachte es als ein Denkmal für unsere Großartigkeit. Danke fürs Mitspielen. Jetzt weiß ich, was für ein Spaß das Tal sein kann. Wuhu! Yes! Und damit, auch wenn es sehr lange gedauert hat heute, damit haben wir endlich die letzte Quest von Vanellope gemacht. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Jetzt steht die auch noch im Hintergrund hier. Ja, also es ist sehr, sehr schade, dass jetzt genau heute natürlich der schwarze Vogel fehlt. Das heißt, das müssen wir dann mal bei Gelegenheit, sage ich mal, nebenbei machen. Oder beziehungsweise dann am Anfang machen, wenn dann der entsprechende Tag gekommen ist. Ich muss nochmal gucken, an welchem Tag ich das fotografieren könnte, dass ich das dann auch aufnehmen kann. Ja, und dann würde ich sagen, bleibt mir nicht allzu viel übrig, als erstmal mich zu verabschieden. Ich habe wieder ein tolles Deutsch drauf heute, ich weiß. Aber diese ganze Synchronisation und meine Stimme ist komplett im Eimer. Und ich habe das Gefühl, ich brülle euch hier die ganze Zeit nur noch an. Eben weil meine Stimme gerade noch total im Eimer ist. Die aktuelle Grippe lässt mich auch nicht so richtig los. Also es ist nicht mehr so schlimm, aber meine Augen tränen halt immer noch. Die Nase ist zu und dementsprechend mein Hals so, wenn ich reden will. Deswegen brauche ich jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.